Also ich glaube, es ist deutlich geworden, der Sprint der Erstaufnahme ist jetzt zu Ende. Jetzt geht's an den Marathon. Und der Marathon ist ein langer Integrationslauf von Bildung, von Kita, von Arbeitsplätzen. Und wir plädieren dafür, das muss jetzt schnell gehen. Die Menschen müssen schnell Klarheit über ihre Bleibeperspektive haben und dann muss Integration beginnen. Wenn Menschen erst monatelang warten, ehe sich irgendetwas tut, verlernen sie auch die Motivation, die sie jetzt haben. Und das ist die Grundbotschaft, die sich durch alle 99 Empfehlungen zieht. Ich glaube, das Wichtigste ist, gebraucht zu werden. Und das hängt bei jeder Lebensphase, gibt es andere Antworten. Die Kinder werden schnell in der Kita Deutsch lernen. Für die Schüler in der Schule, die das Deutsch nicht beherrschen, ist es schon anstrengender. Da wird man auf Bildung setzen müssen, damit sie Aufstiegschancen haben. Bei den schon älteren Jugendlichen wird man die Berufsschulperspektive, das duale System beispielsweise anbieten müssen. Bei denen, die eine hohe Qualifikation haben, muss man schnell eine Anerkennung der Abschlüsse hinkriegen. Und dann ist das Schwierigste die schon älter sind und die vielleicht Analphabeten sind und ganz wenig Potenzial mitbringen. Auch die gibt es und da wird man die größten Anstrengungen darauf verwenden. Insofern gibt es nicht eine Priorität, sondern in jeder Lebensphase die richtige.